So, hallo und herzlich willkommen zu einem besonderen Länderspiel-Testmatch und zwar gegen keine europäische Mannschaft und zwar geht es jetzt hier gegen Mexiko. Die kennt man ja auch halbwegs. Mal schauen, wer da in der Mannschaft spielen wird. Leimer ist wieder da. Leimer, nicht Leiner. Natürlich, Leimer war gesperrt. Da wird jetzt der Grealish auflaufen. Der hat sich ganz gut verkauft. Und der Strebinger wieder mal im Tor stehen. Sonst bleibt man einmal so. Sabitzer. Lassen wir mal ein Stöger von Anfang an spielen. Alter, das zählt nicht, das ist geklärt. Na gut. Mexiko gegen Österreich. Mexiko schon mal in Bedrängnis. Ja, die ersten paar Minuten gehört Österreich. Wird die gelbe Karte bedeuten? Für Lazaro, ja. Haut hier daneben. Süß. Ja, Schöpf bleibt natürlich weiterhin die Nummer 1 im C2M-Bereich. Aber was rede ich Schöpf? Das war mal Spaß.
Ach Gott, mein Vater spielt jetzt nicht ein. Der immer C2M gespielt hat. Alter Stöger, du kannst nichts. Okay, du hast das Tor geschossen. Eins zu null. 0:1. Man möchte natürlich schauen, wie man auskommt ohne ein paar Stammspieler, wenn ein paar neue mitspielen. Ein neuer Goalie, falls auch das notwendig ist. Alle Buffer gibt es. Janosowitsch kann, glaube ich, auch ZOM, ja. Oh.
So, Hinteregger hat hier gut aufgepasst. Ja, sie kratzen am zweiten Tor. Sie kratzen am zweiten Tor und kratzen weiter. Oh, da war unpräzise der Pass. Anatovic.
Alter. Viele Highlights wird es hier nicht geben, man hat zwar gut gekämpft, ein Tor ist hier gelungen gegen Mexiko auswärts, aber es gleichzeitig auch der Sieg war. Hier ist das Goldtor. Ah, das war schon ein anderer Kaliber als Slowenien. Dennoch musste sich Streben eigentlich nicht oft bemühen. Milosevic, sehr aktiv, hat mir sehr gut gefallen in der Rolle. Ein schlechter Schuss von Schlag. Ja, der Torwart, ein echter Rückhalt. Ja, ist auch der Grund, warum Österreich nur 1:0 gewinnt. Gewonnen haben sie, das stand fest. Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Spiel. Ich bin der Fangamer, macht's das gut. Bis dann, ciao und baba.